Der Lokalfavorit, der aus Kaiserslautern kommt. Dennis Donkey. Schwergewichter. Da gab es ja schon mal einen sehr, sehr guten Schwergewichter aus Kaiserslautern. Karl Mildenberger. Der mit Mohamed Ali immer in 12 Runden ging, bis er aufhören musste. Immerhin 6 Runden länger als der beste Engländer, Cooper, zu der Zeit. Dennis Key wohnt in Frankfurt, kommt aber, wie gesagt, aus Kaiserslautern. Bisher 3 Kämpfe, 3 Siege, alles vorzeitige Siege. Müssen schauen, ob er auch boxen kann. Durchmischter Kampfrekord, aber kein schlechter. Das hat auch ein paar Siege. 5 und 6, das ist okay. Sehr großer Bursche. 1,97 Dennis Key. Rechtsausleger. Klaus Hagemann, der Ringrichter. Gentlemen, you know the rules. When I say break, one step back. When I take a count, the other one moves the corner. Okay? Shake, don't shake hands. Thank you. Again. 4 Runden, die Strecke, die hier zu bewältigen ist. Es sei denn, jemand muss schon Feuer aufgeben. In der schwarz-roten Hose Dennis Key, der deutlich kleinere und schmächtigere Gegner Zirko Bajic. Ist ein Verlegenheitsgegner, sollte eigentlich gegen jemand anders boxen, der dann absagte. Das ist ein bisschen problematisch, immer im Berufsboxen die Leute tatsächlich dazu zu bringen, Verträge einzuhalten. Umso dankbar muss man sein, dass es so mutige Leute gibt wie hier den Zirko Bajic, der einspringt. Der Ski hat nicht allzu viel Amateurerfahrung, so gut wie keine. Er ist recht behende, muss ich sagen, für seine Figur. Er sieht nicht so aus, als ob er besonders flink wäre, aber er ist doch recht ordentlich hier. Schnell auf den Füßen und mit den Fäusten scheint es auch ganz gut zu klappen. Der Gebeiz zumindest hat genug. Klaus Hagemann hat genug gesehen. Und Dennis Key hat hier einen weiteren Kampf gewinnen können. Es ist sein 4. vorzeitiger Sieg und sein 4. Sieg insgesamt. 4 Kämpfe, 4 Siege, 4 K.O.-Siege. Allzu viel konnte man nicht sehen, aber für so einen großen Burschen hat er doch einer anstecken müssen. Für so einen großen Burschen ist er doch recht behende und eine Gerade kann er auch boxen. Und mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Ich zeige dir gleich.
Ja, da ist die Hauptkamera. Okay. Thank you, thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Das ist das Kongress- und Sportzentrum in Dortelweil. Ja, schon gefallen, bevor der letzte Treffer da ins Ziel kam. Ist noch sehr jung auch, Dennis Key, also warten wir mal ab. Jahre ist er. No commercial break, Commentator, no commercial break. Es geht also gleich weiter mit dem nächsten Kampf. Ilya Mezentchev gegen Branislav Plavsic, so zumindest die Theorie. Warten wir mal ab, was da passiert.